Hallöchen, heute geht's weiter. Heute machen wir mal ein Update-Video, wie es um den Vatera und um die Hilux Karo aussieht. Das ist hier Stand der Dinge. Soweit bin ich bis jetzt. Chassis machen wir gleich. So sieht's zur Zeit aus. Ihr seht, ich habe schon abgeklebt. Und zwar, weil ich, bevor ich alles andere mache, erstmal hinten schwarz haben will und die Haube. Der Rest ist, wie ihr seht, und die Rückwand, ups, die da gerade rausgefallen ist, die wird ebenfalls schwarz. Habe ich auch schon abgeklebt. Ja, einfach komplett mit Tape zugemacht und dann mit einem Skalpell einmal hier rundherum abgetrennt. Hier die Kante will ich auch nochmal schwarz absetzen, um dem Ganzen ein bisschen Tiefe zu geben. Dann halt noch so ein paar kleine Sachen, die dann im weiteren Lackiervorgang dann noch passieren, wie hier Fenstergummis will ich auf jeden Fall andeuten. Türgummis, hier diese Erhebung, diese Regenlaufrinne vom Dach wird auf jeden Fall auch nochmal, weiß ich nicht, vielleicht so einen Schatten bekommen. Und dann haben wir ja überall noch so ein paar kleine Details, die dann schlussendlich auch nochmal abgesetzt werden. Das werde ich dann aber wahrscheinlich mit so einem kleinen Döschen von Tamir machen oder Revellfarbe, werde ich mal sehen. Genauso wie der Toyota-Schriftzug hinten, den werde ich auch nochmal absetzen, in schwarz, denke ich. Und ja, was habe ich alles gemacht? Ich nehme mal kurz die Front raus. Also, ich habe, die Leute, die mir auf Instagram folgen, haben das alles nahezu live mitbekommen. Und zwar habe ich hier hinten aus ABS kleine Stückchen eingesetzt, habe die dann verspachtelt und ja, habe da aber ein bisschen geschludert, muss ich ganz ehrlich sagen, und habe mir die Rillen hier ein bisschen zu sehr zugeschmiert. War dann viel Schleifarbeit und beim Schleifen ist mir dann aufgefallen, dass die Ränder stark gerissen sind. Habe dann die Sachen wieder rausgeholt, alles plan geschliffen, habe dann mir wiederum eine ABS-Platte zugeschnitten, hier reingemacht, wieder die Ecken schön verspachtelt und nochmal eine Fuge gezogen mit Silikon, überstreichbarem Silikon, Acryl war es, Entschuldigung, Acryl. Ja, wie ihr seht, ist alles schön glatt geschliffen, ist alles schön plan. Hier drauf kommt dann eine Holztäfelung. Die ist in Arbeit, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar habe ich die Kinder dazu verdonnert, jeden Tag ein Eis zu essen für die Eisstiele, bis dann die Ladefläche komplett voll ist. Die Eisstiele werde ich dann halt gerade schneiden, diese runde Ecke hinten dann quasi wegschneiden und mit einem Skalpell die Kanten ein bisschen abgeranzter aussehen lassen, dass die Ladefläche halt schon ein bisschen den Used Look kriegt, wie das ganze Auto ja dann am Ende sein soll. Und ja, somit ist also hinten alles dicht. Hab dann im Nachhinein, weil das halt scheiße aussah, mit zwei Komponentenkleber die Teile einfach wieder eingeklebt. Hab die halt ein bisschen nochmal komplett geschliffen, dass hier so eine kleine Fuge entsteht. Das seht ihr ja auch hier. Erst, ich gehe mal ein bisschen näher ran. Sieht man ja auch. Und ja, eingeklebt und hält. Hab sie jetzt provisorisch zusammengeschraubt, um den perfekten Radstand zu ermitteln. Jetzt kommen wir auch mal schnell zum Auto. Die Karo, die stelle ich jetzt mal hier so in der Ecke. Hält das? Ja, muss. Kommen wir zum Chassis selbst. Das war auch schwieriger als gedacht. Normalerweise ist es ja bei Vatera so gelöst, dass ihr
die Links sind abgeteilt, das seht ihr hier auch. Die haben Hülsen, Leerhülsen quasi. Und damit kann man den Radstand einstellen und man kann, um die Achsgeometrie wieder perfekt hinzusetzen, auch das Chassis in sich schieben quasi. Hat aber leider alles nicht so gepasst. Es hätte nicht perfekt gesessen. Deswegen musste ich... hier hängt noch irgendwas. Ich glaube, da... Ja, da muss ich nochmal an die Kardanwelle ran. Die habe ich wohl nicht sauber genug geschliffen. Das hakelt noch ein bisschen. Aber das soll nicht das Problem sein. Wie dem auch sei, habe ich dann, wie gesagt, die Links gekürzt. Den Driveshaft, also die Antriebswelle, habe ich gekürzt. Und das hat immer noch nicht gepasst. Habe es dann so weit zusammengeschoben, wie es ging. Der Regler sitzt jetzt auch einen Ticken weiter hinten, so circa, weiß nicht, einen Zentimeter vielleicht. Der Schalter musste auch weichen, weil die Getriebebox sonst zu sehr stört. Das Akkufach vorne musste ich auch um ein Loch versetzen, dass es trotzdem halt noch frei schwingen kann. Das wollte ich halt beibehalten, weil ich finde das eigentlich ganz cool so. Und musste ein Stück Chassis rausschneiden. Also hier vorne, ich weiß nicht, das sieht man wahrscheinlich schlecht, weil ich habe da schon wieder überlackiert ein bisschen, dass es nicht anfängt mit Rosten oder so ein Kram. Einfach mit Dremel, wie viel sind das? 1,5 cm, circa 2 cm, ja, also 2,5 schätze ich. Auch nochmal rausgeschnitten und voilà, wenn man sie jetzt so draufsetzt. Lässt sich immer ein bisschen schwer greifen. Et voilà. Es passt. Vorne muss er natürlich noch ein Stückchen hoch. Vorne sitzt er dann circa so. Ja, das sieht man halt schlecht, wenn er auf der Seite liegt. Also, wie gesagt, bei Instagram sind genug Bilder. Ich blende euch jetzt hier auch jetzt mal so ein paar Bilder ein, wie ich so ein paar Sachen gemacht habe. Und wie das halt, wie ich die Spachtelung gemacht habe und solche Geschichten und wie es denn in Wirklichkeit aussieht, wo man das auch besser sieht. Tja, mehr habe ich im Moment noch nicht gemacht. Ja, ich habe ja gesagt von Anfang an, ich lasse mir diesmal Zeit damit. Das habe ich damals auch schon beim Kiyoshu gesagt und er war innerhalb von 2 Wochen fertig. Deswegen diesmal wirklich mit Ruhe und Geduld und nichts überstürzen, mache ich die Karo fertig. Jetzt werde ich mir die nächsten Tage dann nochmal ein paar Farben holen. Und tja, was ist... Achso, am Chassis ist noch weggekommen. Wie ihr wahrscheinlich seht, ist es ziemlich kurz geworden. Und zwar sind... rausgeflogen so ein paar Kunststoffteile, die alles ein bisschen größer gemacht haben. Hier zum Beispiel, das ist der Heckbumper, glaube ich. Ja, das ist der Heckbumper. Hier haben wir den Frontbumper. Ja, das war schon ein Riesenteil. Das ist halt deutlich kleiner. Dann habe ich die Nerfbars an der Seite, also die Grenze hier abgemacht. Und die Karohalter eben. Die sind halt auch komplett alle raus. Das werde ich hier auch nochmal, leider Gottes, komplett abdremeln müssen. Diese ganzen Geschichten hier. Aber naja, mein Gott, das kommt alles komplett weg. Dann gewinne ich mir nochmal 2 cm, dass die Karo nochmal ein kleines Ticken tiefer kommt. Und ja, das nervt mich hier gerade ein bisschen. Ihr hört's. Da gibt es noch Widerstand, das muss ich auf jeden Fall noch ändern vor der ersten Fahrt. Sonst hat er halt nichts eingebüßt, die Verschränkung ist immer noch die gleiche, gleich gut. Andere Dämpfer kommen vielleicht noch rein, weiß ich nicht, werde ich dann sehen, wie er sich denn fahren lässt mit der Hartplastik-Karo. Dass er groß kopflastiger wird, glaube ich nicht, weil die originale Karo, mit dem ich vorher mit ihm gefahren bin,
ist halt doppelt so groß und ist vom Gewicht her eigentlich noch schwerer. Ich weiß es nicht, wie es aussieht mit ganzen Scale-Sachen dann drauf, ob ich dann den Bügel hinten, ob ich den dann wirklich selbst hart löte oder ob das ein Kunststoffrahmen wird, das weiß ich noch nicht. Das wird die Zeit dann bringen. Werde ich dann sehen. Und so. Das soll es soweit gewesen sein. Einige Leute hatten mich gefragt, wann denn das Update kommt. Heute hatte ich Zeit und Lust. Und da ist es. Dann würde ich sagen, ich grüße nochmal alle Jungs. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.